Hallo, was geht, Digga? Heute endlich wieder ein Video. Heute geht's zu einer Foto. Der liebe Willi, der liebe Niklas Sommer in Frankfurt und hat die anscheinend vermeintlichen besten Foodspots abgecheckt. Denn ich weiß nicht, ob einer, der aus Mannheim kommt, mir sagen kann, dass in Frankfurt wirklich die besten sind. Patrick, guess what came in the mail today? Oh, what? This. Stick it in! If I told you I love you, you wouldn't believe me. But I can't lie, I'm away, felt in a world. Just tell me what up. Big Man, wo sind deine AirPods, Digga? Wo sind deine Beats, Digga? Huh? Wie geht's hier? Gut? Gut. Was machen wir heute? Wir essen. Was essen? Was ist der erste Laden, weißt du schon? Ja, laut dir Toasty. Kannst du da essen gehen? Ja, ich kann da Pommes essen, aber eine kleine Beach. Okay, stark. Sehr super. Okay, auf jeden Fall, unser erster Laden wird Toasty sein. Er soll anscheinend sehr, sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob so ein Mannheimer behaupten kann, was in Frankfurt die besten Restos sind. Wir werden es jetzt abchecken. Oder, ich weiß nicht. Willi, ich werde auf jeden Fall hier ernste Bewertung abgeben. Und ja, wir sehen uns. If I told you I love you, you wouldn't believe me. But I can't lie, I'm away, felt in a world. Smart. Wo sieht der aus? Ich gebe euch gleich Bewertung. Bruder, auf jeden Fall ist behindert. Ich sag so jetzt, ich habe mein Schwert gegessen. Aber jetzt gebe ich so 7 bis 8 von 10. Oder ist stabil. Aber da ist so drin, der war Käse. Diese Tomate ging auch sehr hart rein. Aber ich weiß nicht, was diese Tomate war, aber diese Tomate war sehr behindert. Zu gut, Mann. Ja, zu gut. So, also erstmal Stramme Ali. Jetzt Club Toast. So, ihr habt den Einblick. Boah, das sieht nicht nur gut aus, ich glaube, es schmeckt auch. Also Stramme Ali. Boah, 6,50. Boah, ich glaube, ihr habt alle das Geld dafür. Das ist auf jeden Fall besser als Tunsi, sage ich euch so. Vertrau mir, ich hab's gerade noch mal gegessen. Ich schwöre, es ist besser als Tunsi. Und ich sag's nicht, weil ich Hunger habe, weil ich hab schon eins gegessen. Deswegen, diese Tomate alleine, boah, diese Tomate ist wow. Ich weiß, was da drin ist, aber diese Tomate. Und es schmeckt einfach stabil. Wisst ihr, ne? Boah, die Pommes sind noch 10-mal besser als bei Tunsi. Lassen wir das einfach mal kurz machen. Ich gebe dem Ganzen so eine 8,5 von 10. Das ist relativ gut. 8,5 von 10, ja, das ist mein Ende. Luis hat leider nicht viel gegessen, aber ich frage ihn trotzdem jetzt nach seiner Bewertung. Was sagst du? Ich kann sagen, die Pommes sind auf jeden Fall top. Pommes 10 von 10. Brot konnte ich leider nicht probieren, aber sieht auf jeden Fall lecker aus. So, ich hab noch was zu mitnehmen. Aufs Haus, Bruder. Das aufs Haus bekommt ihr, wenn ihr dort hingeht und sagt mit dem Code M2TheKid, bekommt ihr Baba Rabatte. Den Rabatt M2TheKid. Mein nächster Laden ist total, keine Ahnung. Ich halte mich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich weiß nicht, ob Willi behaupten kann, das ist der beste Asiater, weil ich schon sehr viel. Auf jeden Fall, Ambiente ist cool. Sehr chillig drauf. Ich kann hier auch mit Girl kommen, ein bisschen hoppen, das ist ein bisschen ugly, so. Das ist nicht cool hier. Aber trotzdem kann man auf jeden Fall hier hinkommen, auch mit Girl. Live Reaction Test, First Reaction. Aber ohne verfehlt, du so. Schmeckt auf jeden Fall sehr stark. Ne, bis starke Manko auf 5 von 10. 1,5, okay. Cool. Ich würde es auf jeden Fall auch bestellen. Ja. Maracuja Minze, ja. Oder so sieht das aus, oder? Erster Eindruck sehr stabil. Ich hatte rotes Curry mit Hühnchen. War auf jeden Fall sehr stramm. Ich würde sagen 8 von 10. Auf jeden Fall stark. Diese Hühnchenspieße konnten auf jeden Fall auch was. Mhm. Also es wird auf jeden Fall eine Empfehlung ausgesprochen von meiner Seite aus. Oder ich hatte auf jeden Fall Frühlingsrollen, vegetarische und grillte Hühnchenspieße. Aber ich war schon bei vielen Asiaten. Das war schon sehr gut. Ich sag, ich gebe 8,5 von 10, sogar vielleicht 9. Aber es hatte irgendwas. Es hatte irgendwas, gewisse etwas. So wie wir, Bruder. Das ist, weil manchmal bei KFC, da erkennst du den Unterschied, wenn es normal gemacht ist und wenn es mit Liebe gemacht ist. Hier ist es mit Liebe gemacht, du schmeckst es. Deswegen, also wie bei Sportshop. Bei Sportshop machst du den Burger mit Liebe, genau was ist hier. Oder wer mich kennt, weiß, was nach dem Essen passiert. Jetzt kommt das Geschäft. Das Geschäft wird jetzt erledigt. Bruder, wenn ich auf Toilette muss nach einem Resto, dann ist es ein gutes Zeichen. Das heißt, das Essen war mindestens eine 8 von 10. Ich gebe ein ganzes 9 von 10, weil... Bruder, wie kann ich das vergleichen? Zum Beispiel, wenn ich hier... Es gibt so, zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel. Es gibt so ein afrikanisches Essen, das heißt Beignet.
Und hier in Deutschland, es schmeckt gut, wenn meine Mutter das macht. Aber wenn ich das in Afrika esse, da ist ein gewisses Etwas in Kamerun. Das ist ein gewisses Etwas, was man spürt, wenn man das da... Was da so ist, diese nicht alles sauber und so. Ja, irgendwie nicht alles 100% sauber, nicht alles 100% hygienisch. So. Da ist irgendwas, was es einfach noch ein Baba macht. Diese, das ist so ein Aroma. Das ist Ebola, gell. Das ist so ein Aroma, das es besser macht. Und das war hier auch der Fall. Bei deren Teil. Das, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber es war sehr gut. Also ich gebe wirklich schon 9 von 10, kommt hier auf jeden Fall hin. Hier sind ein bisschen Junkies, hier links, rechts. Aber hier, Bruder, das Top. Könnt auch mit eurem Girl kommen, alles mögliche. Sehr guter Laden, sehr gutes Resto. Jetzt gehen wir zu Bonami. Jetzt Personenwechsel, kurz Charakter geändert in den Dings, im Menü. Ich glaube, es ist ein türkischer Laden, wo viele diese ganzen Sachen... Ja, ich glaube, da stand kurdisch-türkischer Laden so. Ja, genau, kurdisch-türkisch. Willi hat auch gesagt, er soll sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob der wirklich so gut ist. Mal gucken, ob der recht hat, dieser Willi. Ob der recht hat, auf jeden Fall. Weil wenn du nicht recht hast, dann bringen... Ich nehme dich mal an die Hand und zeig dir, was in Frankfurt die besten Läden sind. So, ganz einfach. Genau. Ich glaube, der weiß mehr als ich. Lass mal so drehen. Bruder, keine Ahnung, Bruder. Soll ich dir sagen, Alter? Ich weiß nur, Jugend auf Straße 14, Bruder. Ich bin gefahren, Bruder. Ich bin der Fahrer. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall gefallen. Das muss ein gutes Zeichen sein. Ja, wer weiß. Ja. Man weiß nicht, aber es ist voll, es ist ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, in welchen Filmen die leben. Oder was ist das für ein Film? Und was sagst du dazu? Bruder, ich sag dazu, Bruder, ich finde die Karte nicht, Bruder. Ich sag euch ganz ehrlich. Ja. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Karten anfangen soll. Zeig mal her. Bonami. Ja, hier steht Karten wert 50 Euro. Beim Verlust 50 Euro zahlen. Oder das ist ein bisschen Psy auf jeden Fall. In someone dreams alone. Ah nein, if. Eigentlich aber wird nichts. If someone dreams alone, it's just a dream. When we dream together, it is the beginning of a new reality. Genau. That means. Yeah. If you're hungry, yeah. You have to shit. Das ist das, ja. Das ist Nummer 1. Ja, die hier. Also das ist nichts für Leute, die bei Tunsi essen gehen, weil es ein bisschen teurer. Ja, Köfte, Tomate und Salat und noch in so eine Soße. Keine Ahnung. Mhm. Das ist Sucuk, Sauerkraut und dieselbe Soße, glaube ich. Und Rucola da noch. Rucola ist da noch. Das ist der Rucola. Boah, das ist der größte Remix, darauf bin ich am meisten gespannt. Das ist Studentenfutter, diese Haselnuss oder so. Ja, nicht Haselnuss, aber irgendwie sowas in die Richtung. Dann noch Honig. Krass. Und das Weiße, was ist das? Frischkäse, glaube ich. Ah. Was sagst du? Oder ist gut. Ist gut, aber ich... dieser Minzgeschmack am Ende ist viel zu intensiv, finde ich. Okay. Wir waren ja vorhin beim Thai. Und der war besser, der ist. Ja. Ah, ganz normal. Ganz normal? Ganz normal. Nichts Besonderes. Aber zu viel Fleisch, also... Das ist super fresh auf einen Fleck. Ja. Aber ganz normal. Okay, dann machen wir den zweites. Nein, erstmal die zwei. Erstmal das den. Da? Ja. Alles? Okay. War gar nicht. Gar nicht? Ich muss sagen, das ist eklig, und man sagt es nicht zu essen, aber Bruder. Schon hart. Schon. Oha, Junge, als ob es so schlimm ist. Dann trink was. Sucuk, Sauerkraut und du bist ja einmal rein da. Ja. Oh, das finde ich ganz normal. Das ist nichts Besonderes, also. Nichts Besonderes, Bruder. Kann ich mal richtig essen? Aber wir wollen dann einfach drei Ratings haben. Drei Ratings. Wir fangen das hier. Ja? 1 von 10. 1 von 10? Oh, diese Kombi macht keinen Sinn. Okay, krass. Also, ich habe ja gerade Iftar und deswegen, ich werde es trotzdem essen und mal gucken, was ich dazu sagen werde. Das hier, ja. Das ist gut, aber es ist auch nichts Besonderes, halt einfach Sauerkraut und Sucuk so. Okay. So, also ich hab jetzt mehr erwartet, Willi. Ich dachte, es kommt, da kommt was richtig Krasses. Man merkt Mannheimer, gell? Man merkt keine Ahnung von Frankfurt. Keiner Mannheimer, gell? Das zeigt dir gleich, wo du besser essen kannst, weil das hier... Ja, Katastrophe. Also, Katas. Das ist auf jeden Fall Katas. Mhm. Das? Dem 5 von 10, 6 von 10. 5? Boah, das ist halt nichts Besonderes. Okay. Also, als Essen, weil das ist ja, das soll ja Sack machen. Ja, das ist das Essen jetzt. Ja, so 5 von 10, sag ich. Okay, krass. Für mich das Beste, das heißt Eistee. Ja, Eistee. 7, 8 von 10 kann man geben. Dann das. Oder darüber brauchen wir nicht sprechen. Darüber reden wir nicht. Bruder, wie Hase erstmal. Ich bin ein Hase, Bruder. Weil er, bringt.
Alles gut. Ist jetzt nicht Außergewöhnliches, aber komm, mach. Auf jeden Fall besser als diese Kandidaten. Auf jeden Fall besser als diese Kandidaten. Nicht, dass ihr denkt, ich bin ein Lügner. Guckt jetzt. Er hat gefastet, der hat Hunger und er bewertet es jetzt auch. Okay, also ich bin auch ein Allesesser, sag ich ehrlich. Du, das Essen schon sehr schlecht schmeckt, damit ich sage, es schmeckt nicht. So, meine Frau wird auf jeden Fall kein Problem haben. Aber wir probieren es mal jetzt. Ich bin kein Nuss-Fan, okay? Aber es ist nicht so schlimm, wie du gesagt hast. Doch. Meine Meinung nach. Okay, es ist diese hier. Ja, es hat einen komischen Nachgeschmack. Wie ich sag, das ist ganz komisch. Problem ist der Honig. Der Honig macht alles kaputt. Ohne den Honig kann man machen. Das ist einfach nur als diese. Kennt ihr das, wenn du ein Sandwich machen wollt und die macht alles in der Küche, was sie so findet? Ja, macht sie einmal ein Sandwich rein. Aber irgendwie meistens schmeckt es noch, weißt du? Diese Frischkäse und diese Nüsse. Bestimmt auch gesund und so, gell? Aber der Honig klatscht nicht. Jetzt kommt die Nummer 2. Ihr testet jetzt die Nummer 2. Wir probieren jetzt das hier. Mit Sucuk ist es. Mit Sauerkraut. Das ist okay, aber halt. Bisschen weniger Sauerkraut und es wäre eine 8 von 10. Aber Sauerkraut ist zu viel. Finde ich. Ich mag dieses Saure, aber es ist mir sogar programmiert zu sauer. So, das ist mein Favorite. Jetzt wird das probiert. Aber ich bin ein richtiger Feinspecker, was Fleisch angeht. Ich bin richtig strikt, was angeht. Okay. Wonderful zum Beispiel hat das beste Fleisch. Wenn du willst, wir machen bei dir ein Quality Check. Ein YouTube-Video zu Wonderful. Wenn du das willst, teil dieses Video, kommentiere Wonderful Quality Check. Das soll anscheinend der beste Burgerladen in Höchst sein. Wir testen das aus, aber dafür Quality Check in die Kommentare. Guck mal, das Ding ist, wenn dieses Fleisch warm ist und so, ist das meiste Potenzial. Aber es hat mich fast am meisten enttäuscht, weil es gerade kalt ist. Das ist einfach nur diese, das kann auch ich machen, oder? Yeah, weißt du? Das hat auch, das, du hast schon gesagt, dass es schlecht ist. Das hat mich am meisten enttäuscht. Das hat mich am meisten enttäuscht. Findest du? Ja, weil ich dachte, es ist gut noch. Weißt du? Geht auf jeden Fall nicht hin. Also es lohnt sich nicht. Ja, es ist Preis-Leistung katastrophal. Ich kriege bei Wonderfood höchst, auch wenn ich Aschern nicht liebe. Also Wonderfood ist nicht besser als Jerry's Burger. Das regeln wir sowieso gleich. Aber geht lieber irgendwo anders um die Ecke bei euch, anstatt hier Bonamé. Bonamé war wirklich nicht gut. Und ich meine, also, ich sag's nicht einfach so. Willi, du hast gesagt, sind die besten Foodspots Frankfurt als Mannheimer. Ich weiß nicht, was du dir gedacht hast, aber das war nicht die besten. So, ich zeig dir, wenn du dieses Video siehst, wenn du dort reactest, komm nach Frankfurt, ich lade dich ein. Ich habe kein Auto, ich fahr mit Bahn, ist mir egal. Also für die, die sowieso in Frankfurt leben, geht auf jeden Fall Jerry's Burger. Ich mache für die kostenlos Werbung. Ich würde sogar diese Kleidung tragen, womit man so rumspringt. So ein Schild, weil Jerry's Burger ist auf jeden Fall. Weil Jerry's Burger ist auf jeden Fall gut. Toasty Burger, sehr krasser Laden. Grüße geht raus an den, der uns serviert hat. Der hat uns ein Sandwich aufs Haus gegeben, war sehr stabil. 9 von 10, das Sandwich ist sehr stabil. Geht nicht tun, sie geht dahin. Toasty war sehr gut. Toasty! Auch Tom soll da gewesen sein. Ja. Yeah. Schon sehr krasser Asiate. Und der Bruder, der ist schon sehr stark gewesen. Den gibt schon eine 9 von 10. Der war schon sehr stark. Boah, das hat so geil geschmeckt, Bruder. Da war dieses Aroma, da war alles. Das war sehr krass. Bonamé hat mir nicht so gefallen. Vielleicht gefällt es einem von euch. Aber das, was ich gegessen habe, war nein, nicht so. Ja, gar nicht. Ich hatte irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber. Ja, auf jeden Fall, das, was ich hatte, war nicht so gut. Das war wirklich was hattet ihr? Was hattet ihr? Pilzen. Ich gebe Pilzen, mag ich sowieso nicht. Ja, komm mal. Ja, so, was? Ich gebe mir 6. 6 ist, Bruder, der 6 ist zu viel, Bruder. Bruder, geh mal runter. Nein. Geh runter. Das ist nein. Junge, diese Frischkäse. Was soll ich euch sagen? Kommt aus, kommt hierher, probiert selber aus. Ja. Yeah. Es wird voll sein, könnt euch drauf verlassen, aber. Man will Platz. Mich sieht man da nicht mehr. Ich sag nochmal, für die letzten Videos bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr fleißig kommentiert, geliked, alles Mögliche geschaut habt. Mhm. Danke dafür. Abonniert den Kanal. Ihr wisst, M to the Kid ist endlich wieder zurück. M to the Kid, was? Was? M to the Kid, was? Zitat des Tages ist? Rosen sind rot, Michael ist blau. Da steht's mit Verantwortung, das weiß ich genau. Oh, Baba.